Eine Handvoll junger Komiker, weil Amazon sollte sich auch verpflichtet fühlen, Leute aufzubauen, die noch nicht so bekannt sind. Denn Amazon ist natürlich für mich ganz toll, auch geschäftlich, sage ich jetzt mal ganz böse, ne? Es erhöht meinen Bekanntheitsgrad, ist auch bitter nötig in dem Alter. Aber junge Komiker und Komikerinnen sich rauszuziehen und die aufzubauen, du wirst schlagartig bekannt durch Last One Laughing, das wäre wunderbar. Und dass man die frische Generation mit der alten Generation zusammenbringt, dieser Clash, das ist ja ganz besonders fantastisch. Und ansonsten, ich sage es immer wieder im Interview, wenn es nach mir geht, möchte ich Mirko Nonchef zurecht. Zurück. Also ich möchte Mirko Nonchef zurück und der Rest ist mir egal. Mach einfach. So. Und das geht halt einfach nicht so. Und das ist alles tragisch. Aber das Konzept funktioniert auch eigentlich mit jedem so, weißt du? Also ich persönlich finde, da muss zwingend, muss da eigentlich mal rein, wenn sie sich's trauen. Harald Schmidt, da muss zwingend rein. Mike Krüger, wenn man ihn kriegt, weil Mike Krüger ist der Begründer der meisten guten Witze, die du kennst. Du hast in deinem Leben 50 Witze gehört, wo du sagst, ist zum Schreien. Die sind wahrscheinlich von Mike Krüger geschrieben. War höchstwahrscheinlich. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde Jürgen von der Lippe mal fragen, so die ganzen alten Knochen so. Und dann würde ich Jorik Tiede fragen von Vier für dessen Komiker. Mal mich mal ein bisschen auf den Open-Mic-Bühnen umgucken. Da sind lustige Leute, auch Physical-Comedy-Leute, auch wirklich spaßige Typen. Und da wollen wir doch mal sehen, wie cool und abgeklärt so ein Stand-Upper der neuen Generation ist, wenn er was machen muss und keiner lacht. Und viel schlimmer noch, wenn ihm irgendwer vorgesetzt wird, der ihm versucht, ne, die Hölle heiß zu machen. Das würde ich gerne sehen. Und es würde den Leuten helfen. Doch, ja. Wen würde ich gerne in der sechsten Staffel sehen, mein Gott? Also die Kollegen, die ich sehen wollte, sind schon da gewesen. Also das Olaf Schubert, Sträter, Böß, Mirja, Otto natürlich, ist ja toll. Und es gibt bestimmt welche, die mir jetzt nicht einfallen, um Himmels Willen. Also Simon Pierce, finde ich, würde gut reinpassen auch. Oder tausend andere, die auch schon da waren. Michi würde super reinpassen, Mittermeier, der auch gut gewonnen hat, und andere. Ich bin sehr froh, dass Krömer nicht dabei war. Also bin ich sehr froh. Wir hatten noch nicht so viel miteinander zu tun, aber ich bin sehr froh. Ich glaube, das wäre anstrengend für mich. Also das fände ich toll, würde ich gerne erleben. Aber sonst, es waren ja auch schon einige da. Und die, die gefehlt haben, waren ja jetzt da. Also insofern alles gut. Würde es dann vielleicht aus aktuellem Anlass, ich weiß nicht, wie du es so verfolgt hast, aber so aus aktuellem Anlass, wäre das nicht vielleicht auch eine Idee, Stefan Raab vielleicht als Comeback dann auch bei LOL vielleicht in einer der weiteren Staffeln zu sehen? Natürlich. Und er kommt ganz bestimmt. Natürlich. Natürlich macht er mit da bei LOL. Natürlich wäre es klasse, wenn Stefan dabei wäre. Den machen wir alle fertig. Oh, da gibt es ja noch ganz viele. Das Es ist gibt ja ja noch immer eine ganze so, wenn man Menge. nicht drüber nachdenkt und dann sieht man sie auf einmal und denkt, oh, die sind ja auch alle. Also es gibt einfach noch wahnsinnig viele Comedians, die noch nicht Ja. drin waren. Und wenn man noch mal dabei wäre, freut man sich über jeden, dem man auch vielleicht persönlich noch nicht so begegnet ist, auch wenn es schon mal welche waren, die schon mal drin waren. Ich Aber ich hatte, glaube, ja. je besser man sich kennt und schätzt und so, desto schlimmer ist es Ja, das für glaube einen. ich auch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Bastian auch wäre, das wäre für Das mich wäre auch auch für bei euch beide, glaube ich, das. Horror. Das, da würde ich, das würde, Ja. glaube ich, da wäre ich wahrscheinlich nach 2 Minuten welche raus. Ja. Für mich wäre so ein, habe ich gedacht, wüsste ich jetzt nicht, müsste man, vielleicht kommt es mal irgendwann dazu. Teddy ist für mich ein, Ah, weil es so schwachsinnig ist, es ist so aus ja. dem Nichts. Und dann Ja. denkst du, oh, Mhm, so, dann genau. kämpft er mit irgendeiner Schlange auf dem Boden und es kommt Und ein er Hase. reizt es so Oh, das aus. ist Er reizt es schrecklich. so Ja, er reizt aus. es aus. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Angstgegner. Ja, für mich auch. Da ist er. Da bin ich. Oh Gott, Otto. Herzlich willkommen zur fünften Staffel von Last One Laughing. Hey! Hi! Hallo! 10 Entertainment-Profis, 6 Stunden und wer zweimal lacht, fliegt raus. Ich weiß immer noch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ehrlich gesagt. Es wird heiter bis lustig. Hallo! Ich präsentiere euch Bullis Puppenkiste. Oh. Weltpremiere bei LOL. Es ist also alles möglich. I was born in North Carolina. Ich bin in Wirklichkeit ein Ami. Ja, genau. Hey da! Das ist ja genau mein Humor. Hör es mal auf. Ach du Scheiße. Roger Federer. Was ist? Du kannst doch
eine Desasternummer. Last One Laughing, ab 28. März, nur bei Prime Video.